Das ist wirklich jetzt der absolute Hammer. Die Position vom Planet 9 wurde eingegrenzt. Bisher blieb der Phantomplanet 9 ja trotz intensiver Suche unentdeckt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben aber jetzt seine exakte Position, naja, mehr oder weniger mit Hilfe komplexer mathematischer Modellierung und computergestützter Simulationen eingegrenzt. Jetzt hat die gezielte Suche begonnen. Die Schlinge um Planet 9 zieht sich also immer weiter zu. Wo genau er sich wohl befindet und wann wir ihn wahrscheinlich endlich entdecken werden, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Planet 9 erinnert ein wenig an den Planeten Neptun. Auch er wurde viele Jahre vor seiner eigentlichen Entdeckung theoretisch bereits vorhergesagt. Und zwar aufgrund von Unregelmäßigkeiten in der Bahn des Uranus. Ähnlich verhält es sich jetzt mit Planet 9. Trotz intensiver Suche bleibt der Riesenplanet aber ein Phantom. Dabei mangelt es nicht an verschiedensten Anhaltspunkten und Indizien. Man vermutet, dass es sich dabei wohl um einen Gesteins- oder Gasplaneten handelt und dass er wohl den vierfachen Durchmesser der Erde hat und maximal 10-mal so groß ist wie unser Heimatplanet. Er muss sich nach Ansicht vieler Forschungsteams wohl am äußeren Rand des Sonnensystems versteckt halten. Gemeinsame Bahnabweichungen verschiedenster Objekte in dieser Region lassen darauf schließen. Konkret geht es um rund 20 größere Objekte im Kuipergürtel, ein Gebiet außerhalb der Neptunbahn. Nach Schätzungen von Astronomen und Astronominnen sind dort zahlreiche kleine und wohl mehr als 70.000 Objekte zu finden, die einen Durchmesser von mehr als 100 Kilometern haben, weswegen man Planet 9 bis heute trotz intensiver Suche noch nicht direkt beobachten konnte. Das liegt wohl an seiner enormen Distanz zur Sonne. Amerikanische Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vom Institute of Technology California haben jetzt berechnet, dass die Bahn von Planet 9 den Planeten zu dem Zeitpunkt seiner dichtesten Erdnähe wohl noch immer, Achtung, 700 Mal weiter an der Sonne vorbeiführt als die Erde. Das Forschungsteam hat viele Informationen über den mysteriösen Riesenplaneten analysiert und mit Hilfe von Computermodellen komplizierte Simulationen erstellt. Ihr Ziel, ein Computerprogramm, soll Ihnen ganz konkret die Position von Planet 9 nennen, sodass er dann ganz einfach mit einem Großteleskop entdeckt werden kann. Genauso wie damals bei Neptun. In einem Blogartikel schreibt einer der beteiligten Forscher, Mike Brown, dass sein Team das komplette letzte Jahr analysiert hat, wie Planet 9 mit anderen Planeten und dem Rest des Sonnensystems interagiert. Zitat: Wir sind schon ein gutes Stück weitergekommen, seine mögliche Position am Himmel einzugrenzen. Dieser Ort befindet sich ziemlich nahe am Sternbild Orion, was eigentlich recht komisch ist, da der Orion schließlich zu den bekanntesten Sternbildern zählt, die eigentlich fast jeder kennt. Zitat Ende. Schon in naher Zukunft, wenn Orion wieder hoch genug am Himmel steht, will das Forschungsteam mit der systematischen Suche am Himmel beginnen. Mike Brown und seine Kolleginnen und Kollegen geben sich also äußerst zuversichtlich, die exakte Position des mysteriösen Phantomplaneten eingrenzen zu können. Dennoch sagen sie auch, dass sie zurzeit weniger Informationen über die Lage vom Planet 9 haben, als die Astronomen und Astronominnen damals, die im Jahr 1846 Neptun entdeckt haben. Das Ergebnis ihrer Forschung hat das amerikanische Team online veröffentlicht, denn sie wollen, so heißt es in dem Blog, dass möglichst viele bei der Suche helfen. Und das sind nicht wenige, mindestens 10 weitere unabhängige Forscherinnen und Forscher suchen derzeit fieberhaft nach Planet 9. Hier bei Klicksum halte ich euch natürlich zu allen Entwicklungen bei Planet 9 auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video dazu verpassen wollt und auch zu allen anderen Themen, dann, genau, drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke, denn nur dann werdet ihr auch sicher informiert, wenn es neue Videos gibt. Und hier geht es weiter mit Planet 9 nachgewiesen. Da gibt es weitere Infos zu Planet 9. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, draufklicken und ansonsten bis dann. Bleibt dran.